kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Platz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Nein! Zurück mehr. Es muss hier sein. Oh, es ist ein Steinkopfadler. Suchen Sie nach den Klippen. Also, meine Frage wäre jetzt erstmal... Nee, da nicht. Ah, wir können Select drücken. Dokumente. Weil es war eben so hektisch, da konnte ich überhaupt nicht nachschauen hier. Relikte, Ressourcen, gut, aber wir haben jetzt keine Map, wenn ich das... Ach so, doch. Ja, okay, direkt vor meiner Nase. Aktuelles Einsatzziel. Okay, gut, das wollte ich jetzt eigentlich nur wissen. Ich denke aber mal, dass wir hier oben rum müssen. Oh, ich glaube, die gute Lara hat so ziemlich heftig einen abbekommen, ja. Aber der klingelt mir ja eben schon die Ohren. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Und das heißt jetzt für mich, sind die gerade die Stadt am Bombardieren da unten? Oh, okay. Ja, ich spring ja schon. Ich wollte mir die Umgebung ein wenig angucken, Entschuldigung. Irgendwas ist hier. Ah, jetzt kommen wir wieder zu der guten Lara Croft. Könnte es das wirklich sein? Mich mal interessieren würde, wer von euch hat denn die ganz alten Tomb Raider-Spiele damals gespielt? Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort... Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Verlorene Grab. Jetzt schauen wir uns doch mal ein bisschen hier um. Hier ist es sehr grell. Hier sieht man irgendwie nur die Hälfte. Okay, hier ist er.
Bei sowas wie Wunderheilung. Herz Notizen erwähnen das auch. Okay, also ich habe anscheinend mein Griechisch verbessert. Das kennen wir ja schon von Shadow of the Tomb Raider, dass man so seine Sprachen verbessern kann. Stand auch gerade da, dass man Wandgemälde lesen soll, um was zu verbessern. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Okay. Halt. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Okay. Könnt ihr das sehen im Hintergrund? Da flackern sogar die Spinnenweben. Das ist ja... Jetzt bin ich raus hier. Das ist eklig. Ist hier noch was... Ah, zum Lesen. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Okay. Achso, Spielerwegweiser, markieren Sie ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser. Bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt werden Spielerwegweiser als blaue Lichtkegel angezeigt. Okay. Da bin ich, also der ist jetzt quasi rechts von mir. Das ist jetzt ein gelber. Ja, Diamant oder so. Kein Lichtkegel, aber ist ja auch egal. Das haben wir noch nicht gelesen, oder? Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Okay, das ist neu. Kann man die eigentlich doppelt lesen? Nee, das zeigt er dann nicht mehr an, ne? Oh, was haben wir denn hier? Ein geheimer Eingang. Ja, hau ihn kaputt. Da ist das Licht am Ende des Tunnels. Geh nicht hinein. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Wenn ich hier nur Screenshots von machen könnte. Ich schätze, es gibt auch noch so eine Funktion, aber... Richtig, richtig schön. Jetzt habe ich den Text gar nicht gelesen. Ich muss irgendwas finden, auf jeden Fall. Da war ein Loch. Kann ich da hochklettern? Ja, anscheinend. Kann ich da rum? Oh, das hört sich nicht gut an. Ah, diese Doppelsprünge, okay. Oh nein, sie sind schon hier. Ich muss da rein. Okay. Und wie? Ja, es war so klar. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen. Oh, scheiße. Wo muss ich denn überhaupt hin? Also, auf jeden Fall auf die andere Seite, ne? Aber... Also, die Idee war gut. Nur die Umsetzung war irgendwie scheiße. Ja, Lara, du hast es geschafft. Du bist in Sicherheit. Oder auch nicht. Oh. Ich habe echt gedacht, der wäre näher dran. Ah.
Nicht springen! Oh. Lara, du doof, du solltest dich da hochziehen. Oder kann ich das nicht? Doch, ich muss doch da hoch, oder? Ach so, aber nicht mit A. Okay, ich verstehe. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Also ich habe ja mit vielen Krabbelnviechern nichts am Hut, ja, aber Skorpione sind mir ein bisschen unheimlich, weil die ja auch Gift haben. Kann ich ja auch wieder nichts nehmen. Solchen Sachen warte ich immer darauf, dass mir was entgegengeschossen kommt. Ach so, da kann ich mich... Ich kann mich bewegen. Och, Leute. Verdammt. Komm schon. Das meinte ich nicht. Ich dachte, dass da jetzt so... Oh. Da so ein Geist durchgeschossen kommt und so. Lara, an deiner Stelle würde ich da nicht durchgehen bei den Skorpionen. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Ich wollte gerade sagen, steht der jetzt auf, oder? Was ist los hier? Kann ich eigentlich auch gehen? Dass ich langsamer... Oh, ich kann mich, glaube ich, heilen mit der Taste. Aber ich habe nichts zum Heilen. Ach, ich kann auch schießen. Ah, ich habe die Schießtaste gefunden. Sehr gut. Ich denke, das ist wirklich gut, wenn jetzt die ersten Gegner kommen. Ich habe gedacht, ich muss erstmal meine Waffe finden. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Aber jetzt, wo ich das so schön sage, ja, sie hat einen Halfter. Dann sollte die auch benutzbar sein, ne? Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Ja. Okay. Was war denn das jetzt? Zum Schweipeln? Du hast so viele Stürze überlebt? Dann fängst du plötzlich an, schlapp zu machen? Verdammt, das war echt knapp. Okay, ich gebe zu, jetzt habe ich mich erschreckt. Ich muss irgendwas abschießen. Das Ding, ne? Das ist rot. Okay, rot ist dann immer, wenn ich dran bin. Nehme ich an. Okay, super. Gut zu wissen. Ich hätte es jetzt eher grün gemacht, so nach dem Motto, ich kann treffen. Aber okay. Also, nein. Sie sprengen sich den Weg frei. Nein, ich eier jetzt hier nicht so rum beim Laufen, aber ich möchte wissen, ob ich hier irgendwas nehmen kann. Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht, aber ich habe gesehen, ich kann drauf schießen. Da kann ich jetzt theoretisch wieder hoch. Was ich vermutlich nicht will.
erstmal gucken hier. Kann ich den hier direkt hoch? Da kann ich nicht hoch. Also muss ich wohl doch über die Seiten gehen, so wie es aussieht. Ach Lara, stelle ich nicht so an. Das sind nur die ganzen Kloaken. Also die ganze Klobrühe von früher. Jetzt komme ich ja nicht hoch. Okay. Also springen ist nicht. Das kann ich nur auf der Seite bewegen. Hier kann ich auch nicht springen. Okay. Aber hier kann ich springen. Okay. Verstehe ich nicht. Ich kann mich ja nicht festhalten. Ich habe sonst wirklich keine Stelle, wo ich stehen kann. Ja doch, hier kann ich stehen. Ah, Moment. Ob das jetzt so gut war, ich weiß es nicht. Ah. Ich bin leicht nass, leicht glitschig und eklig dreckig, aber ich habe es geschafft. Kinderspielplatz. Oh. Liebe Kinder, macht das bitte nicht nach. Nein! Achso, ich muss ziehen. Oh, sag das doch. Ja, Lara, damit kennen wir uns aus, ne? So fing auch Shadow of the Tomb Raider an. Irgendwie, jedes Mal, wenn ich die spiele, bist du fast immer saufen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob es an deinen Abenteuern liegt, aber... Unglaublich.